Deine Eltern laden uns übers 4. Juli-Wochenende in ihr Sommerhaus ein. Ich kann meinen Vater nicht allein lassen. Wieso nehmen wir ihn nicht mit? Nein, lieber nicht. Bitte, zeig dich von deiner besten Seite. Du, der Sohn, erzählst mir dem Vater, wie er sich benehmen soll? Wow, das ist ja der Wahnsinn. Die grapschen wohl ganz gern. Das nennt man Liebe und Zuneigung. Du hast mir bei unserer ersten Begegnung im Kreißsaal nur die Hand geschüttelt. Was hätte ich sonst tun sollen? Wir kannten uns nicht. Arbeiten diese Leute auch? Sebastian, ganz ehrlich, ich glaube, du passt nicht zu denen. Die sind komisch, die haben Vögel als Haustiere. Dad, gib der Familie eine Chance. Hey, sexy, siehst gut aus. Meine Poren waren noch nie so straff. Es geht noch straffer. Oh Gott. Ich hatte Zweifel, dich mitzunehmen, aber mir war nicht klar, dass du mich die ganze Zeit nur blamieren würdest. Wie kannst du deinem Vater so was sagen? Alles, was ich für dich tue, was ich je für dich getan habe, ist zu deinem Besten. Hey, Dad, sieh nur, ich kann tauchen! Mach dich nicht zum Idioten, indem du versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist. Oh! Meine Güte. Oh, scheiße. Sebastian, deine Hose. Von Versace, gefällt sie dir? Nein, du Schwachkopf, zieh sie hoch. Nein. Schatz, meine Mom, vergiss dieses Bild nie. Mein Vater kennt ein altes italienisches Sprichwort. Familie ist nicht eine wichtige Sache. Sie ist die wichtigste. I'll give a little bit. Entspann dich einfach, dafür sind wir hier. Ja, ich bin entspannt. Ich hab Sandalen an. Du siehst aus wie der Killer von John Wicks Hund. Wer ist das? Wer ist John Wicks?